Natürlich in der Schweiz aus meiner Sicht der Beste. Aus diesem Grund habe ich ihn auch eingeladen, den Magret. Erst jetzt passiert's. Achtung! Einmal fällt es so, ein schütteln, dann sieht das aus, ja? Tatsächlich! Also ich kann sagen, das ist mein bester Trick, den mache ich jeden Tag, zwei, drei Mal. Kannst du mal anlegen, Mike? Das ist wirklich echt. Das ist nicht irgendwie. Extrem. Gut, meint nicht. Es gibt es tatsächlich. Hör mal los. So, dann gebe ich dir das wunderschöne Schweiz wieder durch zum Schneiden. Ja, dann braucht ihr mal ein Messer. Ja, warte schnell. Ja, Moment. Ah. No. Klar, aber ihr seht, das sind ganz spezielle, müssen wir mal schauen. Ja. Wenn man genau schaut, kann man ein bisschen reiben oder so. Speziell Salz mitgebracht. Ja. Ja. Also, man braucht ein bisschen mehr. Ja. Kannst du mir schon zeigen? Ja. Ja, wichtig ist, dass man das ohne Ärmel macht als Zauberer. Ja, weil eigentlich ist gar kein Salz da. Ja. Wo ist das dann verschwunden? Ja, wenn man das wüsste. Okay. Also, ich nehme mal ein bisschen, oder? Da, ja. Und gib es zurück. Und wenn man das sieht, ja, dann. Glaube ich nicht. Ich habe mich gefreut, Luigi, dass ich mit dir hier kochen durfte. Herzlichen Dank, dass du bei uns bist. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen an der Telebar. Bei mir geht es heute magisch zu. Bei mir ist nämlich jetzt Gast, der Basler Zauberer Magret. Schön, dass du da bist. Ja, lässig, dass ich hier sein darf. Wir haben es gerade vorher gesehen, wie der Dani von Wattenwyl im Studio verschwunden ist. Wie hast jetzt du das gemacht? Im Studio 1 mit Sven Epiné. Live bei uns auf der Bühne, der Magret! Ich muss ehrlich gesagt sagen, vor der Sendung habe ich ihm lauthals versprochen, okay, ich mache gerne mit bei der Illusion, aber wenn ich das alles... Nein, jetzt willst du nicht kneifen, aber oder? Nein, das ist unfair, das ist allein, jetzt ist allein, schon helfen wir! Ich will... Hey, Soli! Okay, ja. Alle gegen mich! Grüezi miteinander. Lässig, ich habe schon immer mal wollen, am Samstag oben so eine Sendung im Schweizer Fernsehen moderieren. Erst jetzt passiert es, ganz langsam, mit Spitzenfinger. Einmal fällt es so ein bisschen schütteln, dann sieht das aus wie echt, gell? Ah. Tatsächlich! Ich kann schon mal anlängen. Ja, vergiss nicht, es ist mein Geld. Das ist gut, ja, okay. Ja, ist echt, oder? Also, das ist gar nicht so schlecht im Zauberhimmel. Je nachdem. Merci vielmals, der Magret bei uns in der